Die rot-grüne Regierung hat die Renten dramatisch gekürzt. Immer mehr Menschen müssen in ihrem Ruhestand nebenbei jobben gehen, weil die Rente nicht reicht. Auf Deutschland rollt eine Welle der Altersarmut zu. Die private Altersversorgung ist keine Lösung. An den Börsen fahren die Spekulanten mit den Renten der einfachen Leute Achterbahn. Die Linke kämpft für eine echte Rentenreform. Die Rente soll den Lebensstandard im Alter sichern. Dafür müssen die Kürzungsfaktoren abgeschafft werden. Nullrunden darf es für Rentnerinnen und Rentner nicht geben. Wir wollen Zeiten von Ausbildung, Kindererziehung, Pflege und Arbeitslosigkeit deutlich besser bewerten. Zur Finanzierung soll die Beitragsbemessungsgrenze schrittweise aufgehoben werden. Alle Menschen sollen mit ihren Einkommen in die Rentenversicherung einbezogen werden. Um Altersarmut zu verhindern, will die Linke eine solidarische Mindestrente. Das Einkommen im Alter muss einen würdigen Ruhestand ermöglichen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das muss auch für Rentnerinnen und Rentner gelten.